Erst schälen wir unsere Kartoffeln, aber huch, solche Kartoffeln wie diese hier mit dem Loch, mit dem Riss, mit den mehreren Einschnitten darin oder auch hier oder auch diese Unförmigkeit, die wären nie in den Supermarkt gekommen. Aber dafür auf dem Wochenmarkt und dort gibt es günstiger beim Kartoffelbauern, weil die einfach nicht der Norm entsprechen. Diese Kartoffeln, mir völlig egal, ich schäle sie jetzt mit dem Sparschäler. Könnt ihr auch mit Messer schälen, aber mit dem Sparschäler geht es einfach besser. Und dann machen wir kleine Würfel draus. So, die Kartoffeln sind jetzt schön nackig und die schneiden wir jetzt in kleine grobe Würfel. Die klein geschnittenen Kartoffeln, die jetzt in grobe Würfel geschnippelt sind, kochen wir in Salzwasser weich. Für die Fleischvariante habe ich jetzt eine Chorizo-Wurst hergerichtet. Das ist aus Schweinefleisch gefertigt, kommt aus Spanien. Wichtig ist zur Formel die Haut abziehen und die schneide ich jetzt in dünne Scheiben, bevor ich das Ganze ab. Die angebratenen Würstchen nehmen wir raus und tun sie in der Zwischenzeit kurz zwischenlagern. In der Zwischenzeit braten wir den Zwiebelgoldbraun an. In die Pfanne mit den Zwiebeln gesellen sich nun die leicht gegarten Kartoffelwürfel und die tun wir etwas braun anbraten, die Burschen. Die Eier habe ich bereits eingeschlagen und jetzt kommt noch Sahne dazu vom Bauernhof aus dem Allgäu. Da kenne ich sogar die Kühe. Jawohl. Und das Ganze werde ich jetzt miteinander verquirlen. Und Karotten darunter, damit das Ganze ein wenig Biss bekommt. Es soll ja nicht nur Essen für Zahnlose sein. Bei der fleischlosen Variante gebe ich auch wieder das Eier-Sahne-Gemisch darüber. Das Ganze würzen mit Salz und Pfeffer und rein in den Backofen. So, hier seht ihr jetzt die vegetarische Tortilla. Sehr gelungen, ich lobe mich ja nicht selber gern. Und hier seht ihr alle, die es lieber mit Fleisch und deftiger haben wollen, die konventionelle Tortilla. So, hier seht ihr jetzt die vegetarische Tortilla. Sehr gelungen, ich lobe mich ja nicht selber gern. Und hier seht ihr alle, die es lieber mit Fleisch und deftiger haben wollen, die konventionelle Tortilla.